So kommen wir zu Rechnungswesen und Controlling Teil Nummer 21. Wir waren hier stehen geblieben bei dem Thema Kostenstellenrechnung und ich hatte auch ausgeführt hier zu diesen einzelnen Gemeinkostenarten, Vorkostenstellen und Bezugsgrößen, dass es da kein richtig oder falsch gibt, sondern dass es einfach, ich sag mal, normaler Menschenverstand eigentlich ist, was man dort entsprechend ansetzen kann. Hier sind die Vorkostenstellen und Hauptkostenstellen definiert. Und Sie sollten mal darüber nachdenken, welche Bezugsgrößen man hier verwenden könnte. Wir sehen es, Energiekosten ist so typischerweise natürlich etwas, was mit einer technischen Gebäudekostenstelle verbunden sein kann, weil man den Zähler typischerweise an dem entsprechenden Gebäude hat. Das wäre also der typische Weg natürlich. Und naheliegend wäre auch natürlich eine Bezugsgröße für die Verrechnung nach Quadratmeter oder nach Verbrauch, wenn ich es wirklich messen kann. Aber meistens bin ich nicht in der Lage, das im Detail zu messen. Dafür bräuchte ich natürlich dann immer überall Zähler in den gewissen Räumen. Insofern haben wir das oftmals nicht. Und deswegen ist eine ganz pragmatische Lösung eben die Quadratmeterzahl beispielsweise der Kostenstellen jeweils. So, Benzinkosten des Dienstwagens des Geschäftsführers, das sollte man natürlich dann auch der Geschäftsführung zuordnen. Ich glaube, das ist nachvollziehbar. Und hier können wir natürlich beispielsweise, so wird es auch in der Praxis gemacht, nimmt man die Anzahl der Beschäftigten der jeweiligen Hauptkostenstellen, wo man einfach unterstellt, dass die Geschäftsführung beispielsweise für, ja, umso mehr Leistung erbringt, umso mehr Beschäftigte auch einer Kostenstelle zugeordnet sind, weil man natürlich mit größeren Einheiten auch einen, ja, größeren Arbeitsaufwand verbinden kann. So, Personal natürlich hier im Bereich Vorkostenstelle Personal, das kann man sich gut nachvollziehen. Und auch da wäre zum Beispiel die Anzahl der Beschäftigten der Hauptkostenstelle oder aller Kostenstellen durchaus denkbar. Auch da gilt wieder natürlich, wenn ich ein Formular für eine Personalakte habe, dann hängt diese Anzahl der Formulare natürlich von der Anzahl des Personals selbst ab. So, Abschreibung auf IT-Ausstattung, das ist natürlich typischerweise die Vorkostenstelle IT. Dort sind die meistens zugeordnet, registriert, in entsprechenden Datenbanken hinterlegt, also auch eine Inventarisierung der Infrastruktur oder der IT-Gegenstände findet dort typischerweise statt. Und da kann ich natürlich drüber nachdenken, dass man Anzahl von IT-Arbeitsplätzen zählt, denn beispielsweise nicht jeder Mitarbeiter hat überall immer einen IT-Arbeitsplatz. Vielleicht, wenn Sie einen Pförtner haben oder jemanden, der die Hauspost bearbeitet oder so, die haben vielleicht gar keine IT-Arbeitsplätze. Und dementsprechend könnte man die Anzahl der IT-Arbeitsplätze nehmen als Größenordnung. Auch hier relativ einfach zu realisieren, weil ich über die Person, die ich jetzt anstelle in meinem Unternehmen, natürlich weiß, wo sie zugeordnet sind und welche Ausstattung ich denen dann auch zukommen lasse. Oder eben hier steht in der Anspruchnahme, natürlich könnte man theoretisch auch darüber nachdenken, dass man, ja, wenn Mitarbeiter sich im System anmelden, weiß ich beispielsweise, wie oft oder in welchem Umfang und wie intensiv sie ein System nutzen und dann könnte ich natürlich auch noch in Anspruchnahme abrechnen sozusagen. Aber das ist natürlich entsprechend aufwendig. Lizenzgebühren sind natürlich auch hier wieder Anzahl der Lizenzen, nach Inanspruchnahme, da geht es relativ gut, weil ich beispielsweise, wenn ich SAP im Einsatz habe, genau weiß, wer eine Berechtigung für das System hat. Und da kann ich natürlich anschließend unmittelbar die Lizenzkosten auch auf die Kostenstelle entsprechend umlegen, wo die Mitarbeiter dann auch sich organisatorisch befinden. So, Sponsoring eines Kindergartens, das wäre so ein Klassiker vielleicht für den Bereich Vertrieb, weil das Werbemaßnahmen sind. Das könnte man sich da gut überlegen. Und da könnte man beispielsweise auch Umsätze der Hauptkostenstellen nehmen. Der Gedanke ist natürlich bei Vertriebskosten oder Werbungskosten ganz allgemein immer, dass dieser Aufwand, den ich dort betreibe, dass der natürlich auch damit einhergeht, dass ich entsprechende Umsätze dann auch erziele. Und deswegen diese Kausalität zwischen Vertriebskosten und Umsatzrealisierung. Und deswegen könnte man hier auf die Umsätze referenzieren. Speditionskosten sind typischerweise auch Vertrieb, nämlich ja, also wenn ich etwas von A nach B transportieren lasse oder
meinen Kunden die Bierkisten nach Hause liefere sozusagen, dann habe ich Vertriebskosten durch Spedition und dann könnte man natürlich beispielsweise auch die Transportkilometer gehen oder das hier entsprechend darauf Bezug nehmen. Und wie ich es eingangs gesagt habe, hier gibt es eben kein richtig oder falsch, sondern nur gesunden Menschenverstand. Und wir hatten schon mehrfach über die Wirtschaftlichkeit des Rechnungswesens gesprochen. Auch hier gilt natürlich immer, dass das Ganze, was ich jetzt hier umlege, verrechne, das sehen wir gleich, wie wir das konkret machen, dass das natürlich auch noch den Erkenntnisgewinn ja rechtfertigt für den Aufwand, den wir damit betreiben. Das heißt also, es hilft mir nichts, wenn ich hier möglichst genau alles ausrechnen kann oder hier sogar Zähler einbaue im Gebäude. Wenn ich hinterher kaum einen Erkenntnisgewinn habe, dann war das sicherlich nicht wirtschaftlich. Gut, gehen wir deshalb auch einen Schritt weiter hier und kommen wir zu dem Betriebsabrechnungsbogen. Der Name sagt es schon. Ich habe ganz viel darüber ausgeführt, was der Betrieb so ist. Der Betrieb ist immer der Ort der Kombination von Produktionsfaktoren und das passiert ja auch ganz konkret. Wenn wir wieder darüber nachdenken, was wir in unserer Brauerei haben, dann haben wir eben dort, wo das Bier gebraut wird, das ist der Betrieb, da werden die entsprechenden Produktionsfaktoren zusammengeführt und dann eben, um am Ende eben dann auch ein Produkt wie das Bier, was da hinten raus kommt sozusagen, oder die befüllte Bierflasche auch verkaufen zu können. Was ist der Betriebsabrechnungsbogen? Das ist jetzt das entsprechende Kalkulationsschema, um eben Gemeinkosten auf Kostenstellen zu verteilen und diese zuzuordnen. Das ist auch ein ganz, ganz, ich will mal sagen, altes Instrument. Das gibt schon ewige Zeiten sozusagen. Auch das ist, wie gesagt, keine Raketenwissenschaft, sondern das gibt es de facto schon immer. Wie wird dieser Betriebsabrechnungsbogen in der Realität, also jetzt wirklich in der Praxis umgesetzt? Naja, das ist relativ einfach erklärt. Wir haben in den Standardsoftware-Systemen typischerweise gewisse Stammdatenstrukturen. Das ist immer abhängig von der jeweiligen Software. Und über diese Stammdatenstrukturen kann ich das gesamte System aussteuern. Und deswegen kann ich, also wenn ich beispielsweise eine Kostenstelle anlege und dann kann ich das alle möglichen Informationen mit angeben oder auch mit ja, dem System mitgeben sozusagen. Und daraus kann dann das System automatisiert auch diese Betriebsabrechnungsbögen betreiben und auch die Kosten entsprechend umlegen. Dazu gehören dann auch die Kostenträger, auf die wir im weiteren Verlauf der Vorlesung noch eingehen werden und so weiter und so weiter. Also hier sehen wir ganz konkret, dass wir diese entsprechenden Bezugsgrößen beispielsweise aussteuern können über die Kostenstellen. Und wenn Sie mal in einem ERP-System gearbeitet haben, dann wissen Sie, wie aufwendig auch die entsprechende Stammdatenpflege ist. Und daran kann man eben erkennen, welche Optionen so ein System eben auch dem Kunden bietet, nämlich quasi nahezu alles, was man sich so vorstellen und wünschen kann. So, was ist bei einer Betriebsabrechnung zu berücksichtigen? Wir müssen natürlich zum einen unterscheiden nach zwischen Kostenstellen Einzelkosten und Kostenstellen Gemeinkosten. Was ist damit gemeint? Also Kostenstellen Einzelkosten sind Kosten, die ich unmittelbar der einzelnen Kostenstelle zuordnen kann. Aber das sind keine Einzelkosten in der reinen Definition, weil das wären Kosten, die ich unmittelbar einem Kostenträger zuordnen kann. Also hier ist gemeint beispielsweise, bleiben wir dem Beispiel von der Geschäftsführung, das hatten wir gerade auf der Vorseite ja gesehen. Wenn wir das Gehalt des Geschäftsführers haben, dann sind seine Gehaltskosten natürlich Kostenstellen, Einzelkosten dieser Kostenstelle, weil ich unmittelbar den Geschäftsführer auch der Kostenstelle zuordnen kann. So, wenn ich jetzt aber die Kostenstelle der Geschäftsführung weiter verteile, inklusive hier der Kostenstellen Einzelkosten Gehalt des Geschäftsführers, dann werden sie auf den weiteren Kostenstellen zu Kostenstellen Gemeinkosten, weil sie nicht unmittelbar zugeordnet worden sind. Das ist der Unterschied hier zwischen Kostenstellen Einzelkosten und Kostenstellen Gemeinkosten. Genau. Jetzt schauen wir uns das mal an. Ich habe Ihnen da ein Beispiel ja, in die Unterlagen gepackt. Wir sehen hier die entsprechenden zwei Vorkostenstellen. Wir haben eine Hilfskostenstelle und vier Endkostenstellen. Hilfskostenstelle sollten Sie eben wissen, die hier erbringt ja, in unterschiedlicher Intensität Leistungen für andere und die Vorkostenstellen erbringen immer Leistung für alle anderen. Das war ja die Definition.
Und hier erfolgt die Produktion oder die Erstellung der Endprodukte. Das sind die Endkostenstellen. Wir haben auch bestimmte Kosteninformationen. Das sehen wir hier. Material, Strom, Wasser, Gehälter, Abschreibung und so weiter. In Summe 543.000 Euro. Und das Ganze gestaltet sich dann wie folgt. Wir haben jetzt immer Sachverhalte, die dem Ganzen zugrunde liegen. Und die sind dann die Grundlage für die Durchführung des Betriebsabrechnung. Und hier sehen wir auch die entsprechenden Informationen dazu. So, wie geht man jetzt vor? Man braucht von Beginn an muss man immer natürlich die Gesamtsumme im Auge behalten. Die muss ich natürlich hinterher auf die Kostenstellen entsprechend verrechnet haben, auf alle Kostenstellen. Und am Ende brauchen wir die Informationen, was ist auf den Endkostenstellen gelandet und wie hoch sind damit auch die Kostenstellen Einzel- und Kostenstellen Gemeinkosten. Schauen wir mal drauf. Wir sehen jetzt hier, im ersten Fall haben wir nur eine statistische Information, nämlich dass wir unterschiedliche Quadratmeterflächen haben. Das hilft uns noch nicht weiter. Dann haben wir hier eine zweite Information. Die Kosten der Geschäftsführung werden in gleichen Anteilen auf alle Hilfs- und Endkostenstellen verteilt. Dafür brauchen wir aber natürlich erstmal die Kosten auf der Geschäftsführung. Die haben wir noch nicht. Also müssen wir weiterschauen. So, Stromkosten verteilen sich auf die Gebäude und Werkstatt mit je 10% und auf alle Endkostenstellen zu 20%. Das hilft uns schon mal weiter, ne? Denn wir haben zum einen hier die Stromkosten genannt, 50.000, und hier ist gesagt, die Stromkosten verteilen sich auf die Gebäude und Werkstatt zu je 10% und auf alle anderen zu je 20%. Auch kein Wunder, denn wir haben hier nämlich die entsprechenden einzelnen Kostenstellen auch schon angegeben. Ja. Und so geht das hier weiter. Die Wasserkosten verteilen sich nach Quadratmetern. Auch da haben wir jetzt hier die Information von den Quadratmetern. Dann haben wir die Abschreibungen zu 50% in der Werkstatt und in der Gebäudekostenstelle. Auch diese Informationen haben wir hier mit den Abschreibungen. Dort sehen wir sie. Wir haben des Weiteren hier diese Leasingkosten für den Dienstwagen des Geschäftsführers. Und das ist auch klar, die Leasingkosten fallen für die Geschäftsführung an. Das ist sehr unmittelbar gesagt. Wir haben ja auch hier die entsprechende Kostenstelle Geschäftsführung. Und so geht das die ganze Zeit weiter und dementsprechend baut sich das dann so auf. Hier empfehle ich immer, man muss so nicht vorgehen, man sollte sich aber dieses Aufbaus bedienen, weil man dann das relativ gut nachvollziehen kann. Deswegen GV steht hier für den Geschäftsvorfall. Die Kosten, die Bezugsgröße pro Einheit. Und dann die entsprechende Aufteilung auf die jeweiligen Kostenstellen. So, schauen wir da mal drauf. Wir haben hier mal dargestellt Fall 1 und 4 mit 35.000 Euro. Bezogen auf die Gesamtquadratmeterzahl macht das dann eine Einheit hier von 50 Euro und dann wird das einfach ausmultipliziert. Schauen wir da einfach mal entsprechend drauf nochmal. Also 1 war hier die Verteilung der Flächen, nämlich 100, 250, 250 und 100. Wenn wir die zusammen addieren und dann entsprechend hier dividieren, diese 35.000 Euro, dann habe ich eine Einheit von 50 und das Ganze ausmultipliziert Werkstatt hat. Das können wir gut erkennen. Hier beispielsweise auch 100 Quadratmeter. Macht logischerweise dann 100 mal 50, macht dann 5.000. Und so ist die weitere Verteilung sehr gut zu erkennen. Und deswegen auch hier geschrieben, 1 plus 4. Was ist gemeint? Hier ist der Sachverhalt 1 mit den Quadratmeterflächen in Zusammenhang mit den Wasserkosten und die entsprechenden Wasserkosten, die wir dort haben. Die sind ja entsprechend dann auch definiert aus der Aufgabenstellung, wenn wir jetzt hier nochmal drauf schauen und jetzt mal zurückgehen, sehen wir hier die Wasserkosten in Höhe von 35.000 Euro und dementsprechend kann man das sehr gut nachvollziehen, denke ich, wie wir jetzt hier einzeln immer vorgehen. Nehmen wir noch ein weiteres Beispiel raus, hier Teil Nummer 3.
Das war der Sachverhalt, den wir hier entsprechend auch wieder sehen. Die Stromkosten verteilen sich auf die Gebäude und Werkstatt zu je 10% und auf alle anderen zu je 20%. Und wenn wir da wieder drauf schauen, dann sehen wir eben hier bei den Stromkosten die Angabe. Hier sehen wir das mit 50.000 Euro. Das Ganze eben dann wieder entsprechend ausmultipliziert. Das sehen Sie jetzt hier, 50.000 Euro macht dann einen Prozentanteil von 500 Euro und das Ganze dann, wir haben gesagt, 20%, 20%, 20% und zweimal 10%, landen wir eben bei 5.000, 5.000, 10, 10 und 10. Ja. Und so ergeben sich dann hier alle entsprechenden Anteile und ich habe dann hier bei der Vorkostenstelle der Geschäftsführung 43.000 Euro beim Gebäude, 40.000 und so weiter. Und was wir mit der Vorkostenstelle machen sollen oder müssen, das ist uns dann auch gesagt. Und das sehen wir auch hier wieder bei der Nummer 2, nämlich die Kosten der Geschäftsführung werden in gleichen Anteilen auf die Hilfs- und Endkostenstellen verteilt. Das heißt hier 43.000 durch 5, nämlich viermal Endkostenstelle und einmal Hilfskostenstelle für die Werkstatt. Und dann haben wir im Weiteren hier die Nummer 9, das ist nämlich die Gebäudekostenstelle. Auch da haben wir die Angabe, die Kostenstelle Gebäude verteilt sich auf die Endkostenstellen auf Basis ihrer Quadratmeter. Und auch hier haben wir ja aus der Nummer 1 die entsprechenden Quadratmeterzahlen. Und das bedeutet dann hier auch einen Anteil von jeweils 13,3 und so weiter. Und dementsprechend sehen Sie, wie das gesamte Raster sich hier berechnet. Wie gesagt, hier bei den Bezugsgrößen und bei den Einheiten, da ist es so, das kann man sicherlich vereinfachen, wenn man das will. Ich empfehle aber immer, meine persönliche Empfehlung, das doch immer in Ruhe zu machen und zu bearbeiten, weil man dann nicht durcheinander kommt, ja. Und wir können hier über die Anzahl der Geschäftsvorfälle eben nachvollziehen, dass ich alle erwischt habe, in Anführungsstrichen, ja. Und deswegen geht man hier immer so strukturiert vor. Das, was ich hier natürlich habe, ist ein ganz einfaches Beispiel. Das ist in der Praxis natürlich alles deutlich komplizierter, so würde ich es mal ausdrücken. Es geht einfach darum, jetzt hier im ersten Fall die wirklichen Endkostenstellenergebnisse zu ermitteln. Und wir sehen eben auch hier, haben wir beispielsweise bei der Geschäftsführung eben hier diese Kostenstellen, Einzelkosten, die ich unmittelbar zuordnen konnte, um dann eben bei der Weiterverrechnung hier auf den Endkostenstellen dann dort aber die Kostenstellen, Gemeinkosten dann auch entsprechend auszuweisen. Und in Summe muss natürlich jetzt hier, wenn Sie das addieren, auch wieder die Summe von 543.000 Euro rauskommen. Vielleicht mit ein paar Rundungsfehlern jetzt nicht ganz genau, aber im Kern ist es genau so. Und wenn Sie es überprüfen, werden Sie das auch genauso berechnen können. Genau, das ist hier mal nur so als eine Hinweis für diesen Betriebsabrechnungsbogen. Schauen wir einen Schritt weiter. Wir befinden uns hier auf unseren Endkostenstellen und dann stellt sich natürlich die Frage, welche Leistungen werden denn in den Endkostenstellen erbracht? Wenn wir in der Brauerei sind, dann ist es ja relativ einfach. Angenommen, wir haben nur eine Produktionsstraße und auch nur eine Hauptkostenstelle, dann kommt da eben immer Anzahl Bier oder Bierflaschen oder produzierte Bierflaschen raus. Wenn wir jetzt beispielsweise Bier und Wasser produzieren, dann hätten wir wahrscheinlich zwei unterschiedliche Produktionslinien mit zwei entsprechenden Endkostenstellen, nämlich einmal Wasserproduktion, einmal Bierproduktion. Und dann ist das Endprodukt dort eben die befüllte Wasserflasche zum Beispiel. Genau. Was macht jetzt aber diesen einzelnen Kostenträger, dieses einzelne Produkt aus? Das sehen wir hier. Der Kostenträger hat immer einen Ziel- und Ergebnisbezug, wenn wir uns das bei dem Bier überlegen. Natürlich ist das Ziel, eine Bierflasche oder zu befüllen und zu verkaufen. Und damit liefert es auch einen Ergebnisbeitrag, nämlich den Umsatz, wenn ich multipliziere Menge mal Preis. Des Weiteren ist der zweite Punkt, den Sie hier sehen, wir haben immer einen definierten Empfänger, in dem Fall eben beispielsweise die Gastronomie oder beispielsweise der Lebensmitteleinzelhandel, wenn ich beispielsweise ja, Lidl, Aldi oder Co. Liefern würde. Wir haben als drittes Element hier
Aktivitäten und Produktionsfaktoren, das ist ja genau das, was den Betrieb eben ausmacht, oder den Betriebsabrechnungsbogen, eben die Abrechnung des Betriebes. Ich stecke Produktionsfaktoren hinein und dann kommt in der Kombination der Produktionsfaktoren am Ende ein Produkt heraus. Wir haben auch immer bestimmte, ja, Qualitätsmerkmale, ja, bei uns beispielsweise, dass das Bier einen gewissen Geschmack einfach hat und natürlich nicht abgelaufen ist und beziehungsweise nicht so schnell abläuft, sondern dass man es noch genießen kann. Also wir haben immer Qualitätsmerkmale, die für so einen Kostenträger eben entscheidend sind. Und alle Punkte zusammen ergeben unser Produkt und unseren Kostenträger. Also Ziel- und Ergebnisbezug, wir brauchen einen Empfänger, Kombination von Produktionsfaktoren und Qualitätsmerkmale, die führen dann hier zu unseren befüllten, in dem Fall Bier, Fässern. So, kurz zu der Definition auch nochmal. Also in den Systemen, also jetzt in den Standard-Software-Systemen, finden Sie immer wirklich den Begriff Kostenträger. Es ist aber zu beachten, dass es hier wirklich um eine technische, so möchte ich es mal ausdrücken, ein technisches Objekt natürlich handelt, auf dem ich oder mit dem ich gewisse Dinge anstellen kann. So möchte ich es mal ausdrücken, ne? Und auf der anderen Seite gibt es eben den Begriff des Produktes. Produkt ist immer gemeint schon das Ergebnis der jeweiligen Leistung durch die Kombination der Produktionsfaktoren. Insofern, die beiden Begriffe werden oft synonym verwandt, aber inhaltlich unterscheiden sie sich dahingehend, dass ich eben diese Bezugsgröße Kostenträger oder dieses Objekt Kostenträger in unterschiedlichen Sachen ausprägen kann. Und im Wesentlichen sind es natürlich die Endprodukte, die an den Kunden verkauft werden, beziehungsweise weitergegeben werden durch meine betriebliche Tätigkeit. Aber rein technisch betrachtet sind es eben Kosten- und Leistungsrechnungsobjekte. Und das muss man einfach nur mal gehört haben und vertiefen müssen wir da auch nicht unbedingt drauf eingehen. Genau. So, schauen wir mal weiter. Was gibt es jetzt für Arten von Kostenträgern? Und einen Teil kennen Sie schon. Und hier wird auch deutlich, warum wir eben unterscheiden zwischen diesen KLR-Bezugsgröße und den Produkten. Denn Kostenträger sind mehr als nur diese Endprodukte. Wir haben eben noch weitere, die wir hier gestalten können, eben beispielsweise ein Projekt oder ein Geschäftsprozess. Nehmen wir das Beispiel eines Projektes. Sie wissen auch aus der Vorlesung, was Projekte so ausmacht. Dann ist es natürlich klar, dass so ein Projekt auch Kosten verursacht und natürlich ein spezifisches Ziel hat. Beispielsweise die Einführung einer neuen Software oder ja, alles Mögliche könnte als Projekt natürlich organisiert sein und damit auch Träger von Kosten, deswegen Kostenträger. Also bei den Produkten ist es einfach, erzeugte Ware, Produkte, Dienstleistungen, die da rauskommen. Also Dienstleistung ist ja auch gemeint. Es muss nicht immer die Bierflasche sein, es kann auch der Haarschnitt sein beispielsweise. Wir haben Geschäftsprozesse. Geschäftsprozesse sind, sehr einfach ausgedrückt, eben verknüpfte Aufgaben und Aktivitäten, um die betrieblichen Ziele zu erreichen, also beispielsweise die Produktion oder ja, die Produktion im Rahmen unserer Brauerei, wenn wir dann die entsprechenden Produktionsfaktoren zusammenführen und dann entsprechend auch das Bier hinten rauskommt. Hierfür brauche ich einen Geschäftsprozess, der eben auch in Form eines Kostenträgers abgebildet werden kann. Geschäftsprozesse sind oder Geschäftsprozesskalkulationen und Abrechnungen sind insbesondere natürlich für Unternehmen interessant, die relativ viele Produktionsfaktoren kombinieren, insbesondere beispielsweise in der Automobilindustrie findet man das. Projekte, wissen wir, haben bestimmte Merkmale, nämlich ein bestimmtes Ziel, meistens eine zeitliche oder eine zeitliche Begrenzung, beschränkte Ressourcen und verschiedene Ressourcen müssen zusammengeführt werden und so weiter. Ich will natürlich auch wissen, was ein Projekt mich tatsächlich gekostet hat, deswegen auch eine Art von Kostenträgern. Und jetzt finden Sie hier so diese Abgrenzung Richtung externe und interne Kostenträger. Das hier unten ist etwas, was wir in der öffentlichen Verwaltung eben oft sehen, nicht in den Unternehmen. Denn in der öffentlichen Verwaltung haben wir es ganz oft so, dass ganz viele Leistungen als Vorleistungen erbracht werden und wir nur wirklich wenige Produkte haben, die tatsächlich zum Endkunden gehen. Und deswegen wird dort unterschieden zwischen externen und internen Kostenträger, nämlich externe Kostenträger, die tatsächlich nach außen gehen, eben zu einem Kunden am Markt hin und interne Kostenträger, die eben
Vorleistung sind, die ich intern benutze beispielsweise. Ja? Also denken Sie beispielsweise an ein Ministerium. Was macht ein Ministerium? Eigentlich nichts, ja, außer neue Gesetze erfinden. Also so relativ einfach mal ausgesprochen. Da habe ich dann ganz viele Vorleistungen für ein neues Gesetz, nämlich beispielsweise irgendwelche Workshops müssen durchgeführt werden und keine Ahnung, das Gesetz muss formuliert werden. Die bleiben alle innen, die Leistungen. Ja? Und nach außen taucht dann einfach nur ein Gesetzestext auf. Wie gesagt, wir haben im Moment keine Verwaltungsinformatiker dabei, insofern müssen sich das auch nicht merken. Man sollte es einfach nur mal gehört haben, was sich dahinter alles verbergen kann. So, wie ist jetzt der Gesamtzusammenhang? Um das auch mal ganz einfach darzustellen, wir haben hier die Kostenarten, über die haben wir schon gesprochen. Welche Kosten sind angefallen? Die ordnen wir zu über die Kostenstellenrechnung, wenn es nämlich keine Einzelkosten sind, die ich dem Kostenträger direkt zuordnen könnte. Und deswegen, wo sind die Kostenstellen? Wo sind die Kosten entstanden? Innerhalb der Organisation, ich habe es gesagt, typischerweise hier Abteilungen oder Bereiche oder Referate oder wie auch immer. Und am Ende, wofür sind die Kosten angefallen? Für bestimmte Kostenträger. Und da wird dann nochmal unterschieden: Kostenträger-Stückrechnung und Kostenträger-Zeitrechnung. Und auch das ist relativ einfach erklärt. Stückrechnung ist immer das einzelne Stück. Also wenn wir jetzt hier beispielsweise 100, sagen wir mal 100 € hätten bei der Kostenträgerrechnung und wir haben 100 Bierflaschen, dann ist es relativ einfach bei der Stückrechnung. Dann hätten wir nämlich pro Einheit 1 € Kosten, die zu tragen sind auf der einzelnen Bierflasche. Und Zeitrechnung sagt einfach nur, in der Periode, es kann ein Monat, ein Jahr oder sonst was sein, haben wir Gesamtkosten in Höhe von 100 €. Das ist dann hier mit der Kostenträger-Zeitrechnung gemeint. Also auch das relativ einfach erklärt. Und dementsprechend sehen wir jetzt hier nochmal eine Übung zu einem BAB. Hier sind auch anhand der Brauerei wieder entsprechende Kostenstellen genannt, die ich jetzt hier nicht eingeteilt habe, schon in Vor-, End- oder Hauptkostenstellen. Und dementsprechend sollten Sie hier das für sich selbst identifizieren. Und hier haben Sie die jeweiligen Informationen und bauen Sie daraus mal den BAB auf und ermitteln Sie die Endergebnisse auf den Kostenstellen, auf den Endkostenstellen, wie es hier genannt. Das können Sie bis zum nächsten Mal machen und damit löse ich dann auch oder beginne das nächste Video dann genau mit der Auflösung dieses Sachverhalts. Bis dahin erstmal alles Gute, bleiben Sie gesund, ciao, ciao.